Mein Name ist Kilian Berthold und ich forsche am Karlsruher Institut für Technologie an der Elektrifizierung von Stadtbussen. Unser Institut ist beteiligt am Leuchtturmprojekt Primove Mannheim, wo es darum geht, eine Buslinie, die bisher mit Dieselbussen betrieben wird, mit E-Bussen zu betreiben. Und wir hier am KIT machen konkret die Begleitforschung. Ich finde es grundlegend spannend, den Stadtverkehr in die Zukunft zu transportieren. Eine Stadt strahlt ein ganz anderes Lebensgefühl aus, wenn der Verkehr nachhaltiger ist. Die Elektrifizierung von Stadtbussen, die empfiehlt sich besonders deswegen, weil er fährt nach Fahrplan. Und das wiederum bietet den Vorteil, man kann auf der Strecke Ladepunkte verbauen. Das heißt, an den Haltestellen, wo der Bus sowieso vorbeikommt, kann er auch kurz Energie aufnehmen. Also ich glaube, dass in Mannheim durch diese Einführung von der E-Buslinie wirklich ein Grundstein gelegt wurde. Ganz Baden-Württemberg kann daran lernen, wie man mit dem Thema umgeht. Es gibt 40.000 Linienbusse in Deutschland. Und da anzufangen, die zu elektrifizieren, wenn man bedenkt, dass so ein Bus um die 50 Liter Sprit verbraucht auf 100 Kilometern, ist mehr als nur ein kleiner erster Schritt. Das ist eigentlich schon ein großer erster Schritt. Wenn da Schwung reinkommt in die Sache, dann leistet man damit einen großen Umweltbeitrag auf jeden Fall.